Allmählich wird doch etwas deutlicher, dass man durch Digitalisierung sich auch Dinge erleichtern kann. Als das Thema Digitalisierung aufkam, in den Hochschulen als ein ernstzunehmendes Thema sozusagen für etwa anderthalb oder 2 Jahren, war das der Fall, dass das bei den Hochschulleitungen angekommen ist. Dann war die erste Reaktion in der Tat eine sehr abwehrende, nach dem Motto, jetzt haben wir die ganze Quälerei gemacht mit Bologna-Prozess und jetzt kommt schon wieder die nächste Welle auf uns zu, nicht? Also diese berühmte Metapher vom Tsunami. Die Bologna-Reform wurde von den Hochschulen doch als eine verordnete Reform angesehen, also eine Sache sozusagen, die mit einer gewissen politischen Willkür auch den Hochschulen verordnet wurde. Bei der Digitalisierung sieht das anders aus. Digitalisierung passiert in vielen, vielen Bereichen, hat längst die Wirtschaft, die Gesellschaft erfasst. Da können die Hochschulen nicht einfach sagen, das ist uns zu schwer. Also insofern wird Digitalisierung anders gewertet, anders eingeordnet. Und das spielt schon, glaube ich, eine Rolle bei den allmählich ernsthafter werdenden Versuchen, das Ganze auch strategisch anzugehen. MOOCs im ursprünglichen Sinne, als Massenveranstaltung, wenn Sie so wollen, werden nach Einschätzung der Hochschulen keine allzu große Rolle spielen. Sondern was kommen wird, ist in der Tat eine sehr intensive Teilvirtualisierung von Lehre, von Lehren und Lernen. Das ist völlig klar, aber doch mehr im Sinne von Flipped Classroom-Konzepten. Das heißt, dass die Hochschule ihre Funktion, also als Raum, als Ort des Lernens, ihre Funktion verändern wird. Nicht mehr als Ort von Wissensaufnahme, sondern als Ort gemeinsamer Wissensverarbeitung. Die Botschaft, die da so vor 2 Jahren erklungen ist, dass sehr viele Hochschulen diese Veränderung nicht überleben werden, diese Botschaft ist doch weitgehend verhallt. Also inzwischen ist man der Meinung, gerade wenn sich Hochschulen verändern durch Digitalisierung, dann ist das das beste Mittel, die beste Möglichkeit, sie in vernünftiger Weise am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.